Da hätten die 12 Milliarden mit Sicherheit für völlige Kurskapriolen gesorgt. Insgesamt, laut übrigens deutscher Börse, war das Handelsvolumen im vergangenen Jahr bei 1,2 Billionen Euro. Ja, da haben wir natürlich die bösen Reichen richtig extra reich gemacht. Also was soll schon wieder, ihr merkt, ich unterbreche die ganze Zeit, aber dieses ganze moralisierende Framing. Also bisher hat noch nicht einer gesagt, die Reichen seien böse, die Reichen hätten irgendwas moralisch falsch gemacht, sondern das ist das Framing, was hier jetzt die ganze Zeit von Mission Money völlig unnötigerweise reingebracht wird. Also das ist, ja, das ist höchst manipulativ und das dient dazu, um dem Gegner eine Moralisierung zu unterstellen, die man aber selber vornimmt. Und die Armen damit noch ärmer, wenn wir 12 Milliarden im Jahr investieren, global. So, und dann blenden wir gleich die nächste Aussage von Ulrike Herrmann in der Taz ein. Zweitens schreibt sie, die Rentner hingegen profitieren fast gar nicht von diesem Aktienfonds, denn das Geld soll ja in die Aktien fließen, ja natürlich, nicht in die Renten. An die Alten würden nur die Gewinne des Fonds ausgestattet, was ein mickriger Prozentsatz der Gesamtsumme wäre, so Ulrike Herrmann. Ja, das ist ja auch der Sinn der Übung einer kapitalgedeckten Rente im Gegensatz zum Generationenkapital. Sollte man meinen, dass das Geld investiert bleibt, Zinseszins und so weiter und so fort, sollte man ja irgendwie nutzen können, ne? Ja, Zinseszins. Worauf müssen denn Zinsen gezahlt werden? Auf die Staatsanleihen. Aktuell langfristige Staatsanleihen, Zinssatz von etwa 4%. Das ist sportlich, dass Aktien so eine Rendite langfristig einfahren wollen. Ich weiß, jetzt kommen wieder die ewigen Statistiken. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die durchschnittliche Rendite von Aktien 7-8%, wenn du in den westlichen Industrieländern investiert hast. Aber nur weil es in der Vergangenheit so war, heißt das nicht, dass es sich in der Zukunft fortsetzen muss. Wenn man da Zeiträume vor, also zur Zwischenkriegszeit reinnimmt, dann hat man über viele, viele Jahrzehnte langfristig negative Renditen mit Aktien. Also es ist völlig spekulativ, ob die Rendite von Aktien über diesen 4%, die auf langlaufende Staatsanleihen gezahlt werden müssen, bleibt. Wie gesagt, es ist eine Spekulation, die kann aufgehen, die kann aber auch nicht aufgehen. Das heißt, ob das für die Rentner am Ende ein Plus- oder Minusgeschäft wird, ist völlig offen. Weiß kein Mensch und wer behauptet, das zu wissen, wer behauptet, sich hier sicher zu sein, also der hat ja entweder wahrsagerische Fähigkeiten oder eine große Klappe. Und wer davon auf jeden Fall profitiert, das ist der zentrale Punkt, das sind die Banken, die dem Staat die Staatsanleihen abkaufen. Das sind die Banken, die hier die Zinsen kassieren. Das ist das Finanzkapital. Also das Finanzkapital profitiert hier von so einem riesigen Geldumlaufweltmaschine, von so einer riesigen Geldumwälzung, die völlig unnötig wäre. Man könnte einfach Staatsanleihen ausgeben und den Rentnern das Geld direkt geben. Dann hätte man viel kleinere Summen, man müsste darauf auch ein bisschen Zinsen zahlen, ist in unserem aktuellen System so, müsste man Staatsfinanzierung anders gestalten, anderes Thema, aber man könnte das Geld den Rentnern einfach direkt geben. Man müsste nicht diesen Umweg über die Finanzmärkte gehen. Also wenn man Schulden machen will und davon die Renten finanzieren will, okay, dann gebt den Rentnern das Geld direkt. Dann macht nicht diesen komischen Umweg über die Aktien, von denen ihr nicht wisst, ob das überhaupt Plus oder Minus bringt, sondern gebt den Rentnern das Geld einfach direkt. Dann sind die Summen, die da bewegt werden, auch viel, viel kleiner. Also, aber ich weiß schon, warum man das nicht direkt machen will. Das liegt nicht daran, dass man da vom Zinseszinseffekt profitieren will. Also wie gesagt, völlig spekulativ, ob es diese Wette einem für ein gut oder schlecht ausgeht. Sondern das liegt daran, dass man die Finanzkonzerne reich machen will. Dass man JP Morgan, Goldman Sachs und der Deutschen Bank üppige Gewinne bescheren will. Daran liegt das. Das liegt nicht daran, dass man irgendwas für die Rentner tun will. Deswegen macht das Sinn. Außerdem ist das ja auch nur eine zusätzliche Säule, die eine Rentenlücke kleiner machen soll. Ist ja auch erst ein erster Schritt. Aber jetzt kommt mein Lieblingstotschläger-Argument aller antikapitalistischen Irrläufer. Und das heißt natürlich, die Finanzmärkte sind sehr volatil und gelegentlich kommt es zu Crashs. Dann wäre vom Fonds kaum etwas übrig. Lindner stellt sich daher vor, dass der Staat eventuelle Verluste ausgleicht. Wenn aber der Staat sowieso im Zweifel einspringen muss, kann man auch gleich bei der gesetzlichen Rente bleiben. So in dem Fall weiter Ulrike Herrmann in der Taz. Das Schlimme daran ist, es gibt nun wirklich sehr, 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 sehr viele Untersuchungen und Studien sehr langfristiger Art zum Kapital. Sehr langfristiger Art. Umfassen Sie den Zeitraum von vor dem Ersten Weltkrieg? Das ist die einzige Frage, die ich hier stellen würde. Beginnen diese Studien vor dem Ersten Weltkrieg? Wenn sie nach dem Zweiten beginnen, dann ist das selektive Auswahl des Zeitraums und dann können sie in die Tonne gekloppt werden.
Also wir hatten in den letzten 70 Jahren sehr, sehr gute Bedingungen für die Finanzmärkte. Wir hatten zuerst in der Zeit des Bretton Woods-Systems sehr hohe Wachstumsraten und dann mit Einführung des Neoliberalismus eine extreme Ausweitung der Finanzmärkte, eine extreme Aufblähung der Finanzmärkte, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Finanzmärkte temporär höhere Renditen erzielen konnten als die Realwirtschaft, was langfristig nie der Fall sein kann, aus rein logischen Gründen. Gesamtwirtschaftlich gibt es keine Rendite, gesamtwirtschaftlich gibt es nur Wachstum. Wenn die Finanzmärkte sich einen übergroßen Anteil an diesem Wachstum sichern wollen, dann wird ihr Anteil in der Wirtschaftsleistung langfristig immer weiter steigen und das kann nicht Ewigkeiten gut gehen. Also Neoliberale machen zuerst eine Politik, die dafür sorgt, dass die Finanzmärkte auf Kosten der Realwirtschaft extrem ausgeweitet werden, dass die Kapitalseite auf Kosten der Arbeiterseite extrem bevorzugt wird, dass die Renditen dort höher ausfallen als das Wirtschaftswachstum. Dass also die Kapitalisten immer reicher werden und die Arbeiter im Verhältnis dazu immer weiter abschmieren. Und dann nutzen sie die Ergebnisse dieser Politik, nämlich die hohen Renditen an den Finanzmärkten, um eine weitere Aufblähung der Finanzmärkte zu rechtfertigen. Beispielsweise, indem man die gesetzlichen Renten an den Finanzmärkten anlegt. Also das muss man sich mal vorstellen. Man macht erst eine Politik, die die Finanzmärkte bevorzugt. Und dann sagt man, ach Mensch, die Finanzmärkte, denen geht's doch so gut, lass uns die noch weiter bevorzugen. Also was ist das für eine absurde Argumentation? Kapitalmarkt, ihr wisst das natürlich, ich auch, sowohl was langfristige Renditen angeht, was Crashs angeht, wie lange es gedauert hat, bis die wieder aufgeholt wurden und so weiter und so fort, das hätte eigentlich auch mal mittlerweile auch bei jedem Linkspopulisten angekommen sein müssen, dass diese Argumente einfach Bullshit sind. Man muss es in diesem Fall... Nein, sind sie nicht. Also was ist mit den deutschen Auslandsvermögen nach dem Ersten Weltkrieg passiert? Sie wurden von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs einkassiert. Sie wurden beschlagnahmt. Sie waren weg. Also wenn Deutschland da irgendwelche Vermögenssicherungssysteme für die Zukunft aufgebaut hätte, so beispielsweise wenn Deutschland sein Rentensystem da auf ausländischen Aktien aufgebaut hätte, dann wäre das Geld weg gewesen. Also stellt euch mal vor, wir legen jetzt ein Fünftel des deutschen, also dieses Generationenkapitals in China an. Ist bei Chinas Anteil in der globalen Wirtschaftsleistung sehr, sehr realistischer Wert, 20%. Dann wären, wenn wir dann Wirtschaftskrieg gegen China beginnen und chinesische Aktien hier wertlos wären, dann wären 20% dieses Generationenkapitals weg. Also, was sollen wir da machen? Die Renten kürzen oder dann doch noch mehr Staatsschulden aufnehmen, um diesen Verlust wieder auszugleichen und das Rentenniveau aufrechtzuerhalten? Also, warum setzt man sich solch völlig unnötigen Risiken aus? Risiken, die bestehen. Nur weil wir in den letzten 70 Jahren immer weitergehende Globalisierung hatten, immer weiteren Siegeszug des Neoliberalismus, immer dereguliertere Finanzmärkte und immer weniger Konflikte zwischen den Staaten, heißt das nicht, dass sich das so fortsetzen wird. Wir sehen gerade, wie es einen brutalen Wirtschaftskrieg mit Russland gibt und Wirtschaftskriege mit anderen, noch wichtigeren Nationen, die drohen in Zukunft. Also diese Annahme, dass diese liberale Weltordnung, die in den letzten Jahrzehnten in jeden Winkel der Welt vorgedrungen ist und jedes Land dem Willen der globalen Finanzmärkte unterworfen hat, dass die sich fortsetzt, das ist ja lineares Denken, was sehr, sehr gefährlich ist, wenn man darauf die Sicherheit unseres Rentensystems begründen will. Also sagen, nehmen wir das aktuelle... 20% sind absolut doch 20, also wenn du es wirklich nach der Wirtschaftsleistung gewichtest. China ist für ungefähr ein Sechstel der globalen Wirtschaftsleistung verantwortlich. Bald vielleicht für ein bisschen mehr, die Wachstumsraten in China sind ja höher als im Rest der Welt, also bald wird China sogar noch wichtiger sein. Also das ist absolut realistisch. Und wenn du es nach Marktkapitalisierung gewichtest, kannst du machen, dann hast du die USA vollkommen übergewichtet, da die USA den wohl aufgeblähtesten Finanzmarkt der Welt haben. Also die USA, die sind sogar, wenn nur noch Wirtschaftsleistung geht, sogar noch irrelevanter als China, aber die haben einen dermaßen aufgeblähten Aktienmarkt, dass die ein so riesiges Übergewicht hätten, dass, also wenn du es wirklich nach Marktkapitalisierung machen würdest, dass unsere Rente dann extrem gefährdet wäre. Also das wäre noch bescheuerter. Also wie gesagt, ich halte davon sowieso nichts. Ich halte auch von dieser naiven Annahme, dass die Globalisierung, dass die Deregulierung der Finanzmärkte immer weitergeht, dass es zu keinen großen Wirtschaftskriegen kommt, auf der all seine Berechnungen hier basieren, halte ich für vollkommen unrealistisch.